Also es ist ungefähr 10 Minuten gegangen, bis meine Haare komplett rausgefallen sind. Wenn jemand mich auf meine Haare anspricht, sage ich eigentlich immer direkt, sie sind nicht meine. Vanessa hat Alopezie, eine Immunkrankheit, die zu Haarausfall führt. Heute erzählt uns die 19-Jährige, wie sie mit dem umgeht. Bei mir hat es so angefangen, dass ich einfach da vorne eine kleine Stelle hatte, wo eben einfach keine Haare mehr sind. Und genau dann habe ich mich halt schon gefragt, was los ist, weil ich habe das jetzt so noch nie gesehen oder gehabt oder etwas davon gehört. Die Stelle ist dann halt immer grösser geworden, bis es dann halt auch mehr Stellen geworden sind. Das hat mich natürlich sehr mitgenommen. Also vor allem, als dann wirklich, wo ich dann meine Masse an Haaren gesehen habe, auf dem Boden liegen oder im Strahl, weil es halt einfach permanent nachher nur am Rausgehen war. Alopezie tritt überraschend auf und die Ursache dafür ist nicht bekannt. Das macht die Behandlung schwierig. Es können einzelne Stellen am Kopf vom Haarausfall betroffen sein, aber auch der ganze Körper. Etwa 1-2% der Bevölkerung in der Schweiz bekommt im Laufe ihres Lebens die Diagnose Alopezie. Auch wenn die Haare wieder nachwachsen, kann es sein, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder ausfallen. Also ich habe meine Haare nie abgeschnitten. Ich habe wirklich bis zu den letzten 5 Haaren, die ich noch im Kopf hatte, gewartet, dass sie rausgehen. Meine Haare waren mir vor allem sehr wichtig. Also ich hatte lange Haare und ich wollte sie nie schneiden, ich wollte sie nie färben. Ich hatte sie wirklich gerne, wie sie waren. Also es ist ungefähr 10 Minuten gegangen, bis meine Haare komplett rausgehen sind. Ich wollte nicht rausgehen, es hat mir keinen Spass mehr gemacht, mich in diesem Sinn zu zeigen. Meine erste Perücke habe ich auch im Oktober, glaube ich, gekauft. Also eben dort, wo es wirklich immer schlimmer wurde. Also ich habe es eigentlich wirklich probiert zu verstecken, solange es gegangen ist. Aber eben dann habe ich gewusst, nächste Woche so kann ich nicht mehr zum Arbeiten gehen, weil ich kann es nicht mehr verstecken. Also ich habe mich schon komisch gefühlt, aber gleichzeitig irgendwo auch glücklich, dass es halt wie die Lösung gibt. Ja, weil ich hätte mich ohne nicht aus dem Haus getraut und das war halt eigentlich direkt eine Lösung gewesen. Willst du mal erzählen, hast du so eine Lieblingsperücke? Oder wechselt das immer ein bisschen? Also meine Lieblingsperücke habe ich eigentlich gerade an. Das ist Chloe. Meine Perücke hat einen Namen. Sie heisst zum Beispiel auch Vanessa, weil sie braune Haare hat. Und so habe ich auch braune Haare gehabt. Wie lange hast du am Morgen so zum einen anlegen? Ich weiss auch nicht, 15 Minuten, 10. Aber es geht eigentlich nicht sehr lang. Was kostet so eine Perücke? Also meine war jetzt eben über 2'000. So im Durchschnitt, sage ich mal, sicher über 1'500, wenn du jetzt eine gute willst. Ja, ich nehme an, noch längere Haare kosten dann noch mehr. Aber wie tust du entscheiden, welche du da lässt? Also eben zum Arbeiten habe ich halt von Anfang an immer die genommen, weil ich am Anfang natürlich auch nicht wollte, dass jeder weiss, was ich habe. Im Ausgang ist es immer unterschiedlich, halt wirklich je nach Lust und Laune. Aber meistens ist es eben die, weil die am besten sitzt. So wenn ich irgendwie tanzen oder auf Achterbahn gehe. Genau, und eben zum Sport machen habe ich halt einfach die zwei. Da ist auch je nachdem, wie ich mich gerade fühle. So. Ja. Jetzt eben die zum Beispiel, das war halt so meine Ausgangsperücke, weil es halt so easy ist und eben bequem und nie wehtut. Ja, aber jetzt sind sie halt eben ein bisschen, ja. Wenn jemand mich auf meine Haare spricht oder mir sagt schöne Haare, sage ich eigentlich immer direkt, sie sind nicht meine. Also ich gehe relativ offen um jetzt mit meiner Krankheit. Also am Anfang bin ich schon ein bisschen geschockt gewesen, wenn mich jemand darauf angesprochen hat. Dann habe ich es fast respektlos gefunden, weil ich gefunden habe, man spricht das nicht einfach an, weil wenn ich es wahrscheinlich erzählen will, erzähle ich es schon. Ja, aber jetzt ist es eigentlich kein Problem mehr, weil ich natürlich mich auch daran gewöhnt habe. Jetzt habe ich das halt und es ist ja so. Jetzt, wenn ich mit Perücke rumlaufe, ist es für mich etwas Normales. Und ich habe mich auch daran gewöhnt, wenn mir jetzt jemand die ganze Zeit auf die Stirn glotzt, weil er wahrscheinlich bemerkt, dass es eine Perücke ist. Vanessa hat verschiedene Therapien ausprobiert. Momentan wachsen ihre Haare wieder. Was genau geholfen hat und ob es an der Behandlung gelegen ist, lässt sich aber nicht genau sagen. Ich laufe eigentlich nie ohne Perücke rum. Also eben meine Haare wachsen jetzt wieder, ungefähr 5 cm gross oder so. Aber ich will mich jetzt trotzdem noch nicht aus dem Haus getrauen. Also ich glaube, ich brauche wirklich so eine Frauenfrisur, sage ich jetzt mal, wo wirklich so ein bisschen ungefähr sicher da ist, damit ich dann kann sagen kann, jetzt gehe ich so raus. Ja, also zu Hause laufe ich ohne Perücke rum. Also auch mit meinen engsten Kollegen ziehe ich sie dann schon zu Hause ab oder so, weil die sehen mich sonst auch, also, ja. Aber einfach so sonst in der Öffentlichkeit fühle ich mich nicht so wohl. Aber ja, beschäftigen tut es mich auf jeden Fall, weil ich hoffe immer noch jeden Tag, dass meine Haare halt wieder so sind, wie sie mal gewesen sind.